Knusprig ist. Dein Los. Overall sieht blöd aus. Das Du sage bist nicht ich, blöd. das steht hier in deiner Akte. Du bist Bei die anderen Akte. sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Was Er war weiß. vielleicht. Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Ja, kannst du. Ich bin dir nicht böse, ich bin nur eine Bitch. Gleich Ruhe in den Arsch. Hallo. Und irgendwie an den Würfeln.
Schläfchen, Ruhe und Gute Nacht. Suche ist dort jemand. Hallo. Da bist du. Einfach Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe 2 mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts, nur so viel. Du triffst 2 Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Und dann warum nur getötet, dass man das... Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Oder? Thank you.
Genau, streng ich mal an. Und dann weg. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei dem Gedanken kommen mir die Tränen. Überraschung in 3, 2, 1. Ich habe gelogen. Überraschung? Was für eine... Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Alter, was ist für ein Roboter? Nicht die... Ah! Okay. Ich hab Auto! Ich hab einen Laser. Da hinten.
Wir haben vier Teile auf einmal. Wir haben zwei von denen. Wochens. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Legen Sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Ich sehe bei den Quizzes, ich gebe dir gleich Telefon zu deiner Arsch, Diggi. Kannst du dich ja nicht mal vernünftig benehmen. Hey, wie geht's? Ich habe mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein, darum... Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause! Ah! Halte durch, nur noch fünf. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch, noch fünf Kammern. Okay, mein kleiner Freund. Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Haben wir alle gelacht, hahaha.